Lake Rhea. Nur von außen wollen ihr Bilder mitnehmen. Das ist dazu. Das heißt, jetzt auf meiner Uhr 1.040 um 1.045 beginnen wir hier mit der Einweisung in das Gelände und den Geländesandkasten. Wir sind jetzt. Was hier geht ja dann nochmal ein Strich rechts rein? Die Händen dann wieder zur Versenkung. Ich weiß halt nicht, ob dein Panzer der hintere anfängt zu schießen. Ja, 600 Meter sowie eine Süd-Nord-Ausdehnung von 1800 Meter. Der Geländesandkasten bildet einen Abschnitt aus. Später für den Spätrupp-Befehl wichtig. Mike Lima 1, Meldelinie 1. Des Weiteren, hier durch rote Pfeile markiert von eigener. Über Wald. Die Abteilung. Wird erst nicht bekämpft. Ich bin der Schütze, ich sehe dich.
Kampf abgesessen. Wieder. Wir feuern jetzt was. Der 2 auf! Der kommt jetzt in Kürze auf unsere Höhe! Wenn der steht, weicht ihr aus auf Höhe von eurem Panzer! Ja, und führt dann durch den Wechsel der Kampfweise! Wir überwachen! Und das. Mein Bataillon wird stellen den deutschen Kern des ersten Kontingentes für das deutsch geführte NATO-Bataillon im Rahmen der Operation Enhanced Forward Presence in Litauen. Wir betreiben hochintensive Ausbildung, werden hier auch auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr diese Ausbildung abschließen, werden hier bis zur Ebene Kompanie die Ausbildung durchführen, sodass meine Soldatinnen und Soldaten bestmöglich vorbereitend den Auftrag nach Litauen gehen können. Okay, was? Also hier auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr üben wir das Zusammenwirken der Kampftruppe, in dem Fall der Panzergrenadiere ganz besonders, aber auch mit einer Unterstützung aus dem Bereich Sanität von den Pionieren. Wir üben hier das Zusammenwirken, wir üben das auch im scharfen Schuss, um so wirklich bestmöglich für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Okay, was kommt noch an Übungsvorbereitung? Wir werden die Gefechtsausbildung hier mit dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr abschließen in diesem Jahr und werden dann im Januar 2017 bereits nochmal ganz einsatzspezifische Ausbildung durchführen. Wir werden insbesondere uns nochmal unsere Soldaten vorbereiten auf die Besonderheiten, die sie in Litauen erwartet. Also ganz konkret auf unseren Auftrag in Litauen noch einmal die abschließende Vorbereitung durchführen.